So, willkommen zum Champions League Gruppenphasenspiel gegen Panathinaikos. Ich nenne sie einfach ab jetzt nur noch Pau. Die Nervosität müsste verflogen sein. Heute geht's und ins zweite Gruppenspiel. Beide Mannschaften haben also schon jeweils eine Partie absolviert und für beide Trainer geht es natürlich darum, die Ausgangsposition dieser Teams vor der Partie zu verbessern. Ja, und es ist ja so, dass warum sind die Kommentatoren an? In Gruppenphase man noch nicht so richtig wusste, na, wo stehen wir wirklich, taktisch, spielerisch. Diese Phase ist jetzt überwunden und heute wollen beide gewinnen und das macht ja den Reiz aus. Warum? Oh, per Kopf, warum nicht? Ficken! Okay, dann haben wir halt Kommentatoren diesmal. Einen das anderen als ich. Zweikampf wie aus dem Lehrbuch und er setzt sich durch. Oh ja, wie aus dem Lehrbuch. Ja, ich quatsch einfach drüber. Wie wär's mal damit? Ihr Pissnelken. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Ja, während wir hier Phrasen hören aus FIFA oder was auch immer, setzt sich Giroud hier sehr gut durch. Ja, ich bin mal gespannt. Seit ich jetzt das Let's Play mache, unterschätze ich ja grundsätzlich gar keine Mannschaft mehr. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. Halt dein Maul! Deswegen bin ich gespannt und Champions League ist ja eher auch Pokal, kann man sagen, also... Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, die Abwehr muss jetzt in der Tat aufpassen. Aber Koscielny klärt hier. Nastasic, haut ihn einfach mal weg. Na, wieder Chan ist da. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich unterschätze keine Mannschaft mehr. Auch nicht Pau. Ja, gehört zu seinen Stärken. Das kommt Özil nochmal auf die Ruhe. Mitrovic. Kann ihn da klären. Nastasic gegen Wellington. Koscielny grätscht, sehr schön. Sehr gut vorhergeahnt. Na, Wiltshire gegen Diaz kann sich da nicht souverän ganz gemacht. So gut durchsetzen. So minimal. Ah, Koscielny, sehr schön. Olivier Giroud. Anteil gegen Bernat. Oh, da setzt sich aber Bernat sehr schön durch. Und leider steht da keiner Bernat. Du kleiner Schwanzlutscher. So haben sie das im Training geübt. Wer ist er denn? Velasquez. Riesenmöglichkeit. Hätte alleine machen müssen. Hätte gerade freie Bahn irgendwie. Hat aber zum Glück nicht gemacht. So, Santi Cazorla jetzt auf dem Flügel. Bringt ihn auf Giroud. Das sieht man in der Mannschaft. Stimmt's? Giroud setzt sich durch in die Mitte auf Berardi, aber Berardi stand im Abseits. Oh, schade. Boah, das wäre es jetzt gewesen. Den hätte er gemacht, ey. Schade, schade. Aber das wäre es jetzt echt gewesen. So, Berardi setzt sich da sehr schön durch. Auf dem Flügel. Spielt auf Wiltshire. Wiltshire mit dem langen Ball. Ah. Özil ist aber wieder da. Chan. Auf Giroud. Giroud direkt. Berardi. 1-0. Ja. Domenico Berardi macht hier nach der Vorlage von Olivier Giroud, ja, oder eher dem wunderbar, Abpraller von Olivier Giroud, wunderbar, ein das 1-0. Sehr, sehr schön. Geil. Tja, das hat er super gemacht. Das hat er echt super gemacht. Das erste Tor jetzt nach 25 Minuten. Da steht es 1-0 jetzt. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Und bitte was? Du hast auch so eine Kimmer und Korn. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Emre Can, Özil. Ja, Giroud setzt sich da wieder durch, macht ihn an die Latte. Scheiße. Mein Gott. Schade. Schade, schade. Santi Cazorla. Auf Özil. Özil. Auf Olivier Giroud. Giroud. Ah.
Der Keeper macht heute echt ein gutes Spiel. Ja, auch die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Aber denken gegen das Stasic, vernascht ihn da. Aber Koscielny passt auf. Schön gemacht. Gasola. Oh, macht einen schönen Seitenwechsel auf Berardi. Berardi setzt sich da auch gut durch. Na, hätte er vielleicht versuchen müssen, da in die Mitte zu passen. Santon blockt da den Schuss ab. Bis jetzt bin ich ziemlich zufrieden mit der Mannschaft. Setzt sich da sehr schön wieder durch. Wilshere wird gefoult. Von wem auch immer. Ja, das ist halt so, ich muss mich mal mit anderen Ligen auch noch beschäftigen. Ich beschäftige mich nur mit Italien, Spanien, England und Deutschland. Aber ich muss, glaube ich, mich auch mal mit anderen beschäftigen. Paulo Dias jetzt. Bringt mal einen guten Ball nach vorne, aber Bernat ist schneller als Anteil. Tolo. Wilshere jetzt mit dem Ball auf Giroud. Ja, Giroud kriegt ihn aber nicht gut kontrolliert. Can. Santon. Ja, und dafür hat er das wieder Giroud, auch aber Dias gespielt. Ist wieder da. Ja, Can, sehr schön. Aber ich frage mich dann immer, warum die den Ball nicht annehmen. Warum hat man das hier nicht so gemacht, dass sie den Ball annehmen? Okay, da rettet Santon. Ja, sollte auch jetzt gleich Halbzeit sein. Warum gibt es denn 4 Minuten Nachspielzeit? Zum Teufel. Was hat denn hier die 4 Minuten? Oder was rechtfertigt hier 4 Minuten Nachspielzeit? So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus das der Nähe. Das ist zweimal Abseits oder was das war? Ja oder nein? Ja, es war Abseits. So, Özil. Wilshere. Ja, Özil. Mit dem weiten Ball auf Giroud. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Ah. Da war wieder ein Fuß von der Abwehr dazwischen. Schade, schade. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Der Abseitsstand hier 1:0. Ja, also wer will jetzt schon eine Prognose abgeben, wie das Spiel ausgeht? Also nach dieser ersten Halbzeit muss ich sagen, beide Mannschaften gleich stark. Was könnte diese zweite Halbzeit entscheiden? Vielleicht eine gute Einzelaktion. Vielleicht, aber vielleicht kannst du auch einfach mal das Maul halten. Ich hasse es, wenn die Kommentatoren an sind übrigens, falls man das nicht merken sollte. Ja, ich würde sagen, wir spielen einfach so weiter mit der Aufstellung, die wir gerade haben. Das gefällt mir eigentlich bis jetzt ziemlich gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach ja, wie vor zweite Halbzeit. Guten und attraktiven Fußball. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Die nächste souveräne Abwehraktion. Oh, Paulo Dias, Alter. Was hat der denn da jetzt gerade für eine Einzelaktion gemacht? Also, er hat sich da sehr gut durchgesetzt. So, Oliver Giroud bringt den Ball auf Mesut Özil. Mesut Özil lupft. Oh, der Ball ist 2-0. Mesut Özil. Zweites Tor im Wettbewerb. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Naja, so krass war das jetzt auch nicht. Ein herrlicher Treffer. Das ist das Tor des Jahres. Er hat einfach nur einen Lupfer gemacht. Hätte jetzt einen Fallrückzieher gemacht oder so aus dem Halbfeld, ja, aber jetzt. Aus der zweiten Reihe meine ich. Dann wäre das ja krass, aber ja, ne? Okay, Santi Gasola spielt auf Özil. Özil wieder mit einem sehr langen Ball auf Giroud. Der kommt aber auch an. Giroud auf Berardi. Berardi setzt sich sehr gut gegen Dias durch. Aber Mitrovic scheitert da nicht. Schade. Wäre dann einen Ticken schneller gewesen. Hätte dann vielleicht sogar noch erwischt. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ah, jetzt mal Wellington. 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 Heißt der Wellington? Keine Ahnung. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Ein Abstoß. Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Ja, danke, Kommentator. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Oh, sehr, sehr schön von Bernard. Oh, yo.
Ach ja, Mann, dieser Mitrovic. Der geht mal auf den Sack. Der verhindert da so viel in der Abwehr. Schon wieder. Mitrovic. Mann, Mann, Mann. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Oh, Chan, sehr, sehr schön, ey. Ja, Mann. Gute Abwehr. Schade. Das war ganz souverän gemacht. Da kommt irgendwie keiner so richtig klar. Jo, was war das denn? Erstmal Santon vernascht oder was? Ja, da müsste Bernat noch drankommen. Macht er auch. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Diese Abwehr macht heute boah, fast unsere, keiner was vor. Ja, unsere Defensive ist so stark einfach heute. Das ist echt krass, was unsere Defensive heute reißt. Aber wir gucken gerade mal nach Auswechslungen. Wir wechseln mal Gasola aus. Dafür kommt Chamberlain rein. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Reim und so. Bernat, Özil, Giroud. Auf Gasola, der legt sich den sehr schön vor. Wird jetzt ausgewechselt. Macht noch sein Tor. Santi Gasola. 3 zu 0. Oder 0 zu 3. Perfekt gemacht. Ja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Und es gibt was heißt, der Keeper ist der Schwachpunkt in der Mannschaft? Da kann der Keeper da nichts für, wenn sich die Abwehr vernaschen lässt. Ich würde sagen sogar, dass der Keeper einer der stärksten in der Mannschaft heute ist mit Mitrovic. Ah, Tschech lässt ihn jetzt ausgehen. Sicher gemacht. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach. Paulo Dias wird jetzt ausgewechselt. Gegen Christos Donis. Auch wieder sehr schön gemacht von Giroud. Direkt auf Özil gespielt. Özil spielt wieder in die Mitte auf Olivier Giroud. Giroud auf Berardi, aber Berardi ist leider wieder im Abseits. Ja, der war Abseits. Schade. Berardi, schade. Ich hätte es ihm jetzt gegönnt. Nochmal ein Tor. Damit der zweite Wechsel heute. Guck mal gerade mal in die Taktik, ob irgendwer ausgewechselt wurde, der. Ja. Ein Stürmer wurde ausgewechselt. Können wir eigentlich auch nochmal planen jetzt? Wir bringen mal Ramsey für Wiltshire. Wiltshire spielt stark, aber ich möchte auch mal Ramsey jetzt nochmal eine Chance geben. Berardi setzt sich da schön durch, kann den Ball nach innen bringen. Macht er auch auf Chamberlain. Chamberlain, ah. Hätte er mal sofort verwandelt. Emerson, ich weiß nicht, was das für einer ist. Ist ein. Ach, Linksverteidiger. Okay. Ja, Ecke für uns. Nachdem Chamberlain da die hundertprozentige nicht verwandelt hat. Ja, das war kein guter Eckball. Na, schade. Den Ball zu nah ans Tor, kein Problem für den Keeper. Ah, Chan setzt sich da gut durch. Koscielny mit dem weiten Ball nach vorne auf Chamberlain. Chamberlain bringt ihn in die Mitte, aber Berardi kriegt ihn leider nicht. War auch ein bisschen sehr stark getreten, der Ball. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Hat er das? So, und der Kopfball nach vorne bringt jetzt neuen Schwung. Klasse, wie Giroud auf Chamberlain. Ah, Chamberlain, mach ihn doch. Aber der Ball ist noch heiß. Berardi hat ihn. Ah, kriegt ihn dadurch die Beine. Aber Ramsey setzt sich da sehr schön durch. Er sucht seine Chance. Giroud, leider nicht. Ah, kein Glück jetzt gerade. Echt kein Glück. Wäre der anders abgesprungen, hätte Berardi den wieder gekriegt. Und jetzt auf der Gegenseite. Und das sieht gefährlich aus. Koscielny kommt nicht ran. Ja, das wird der Coach mit ihm trainieren. Vielleicht schon morgen. Das muss man ihm lassen. Leute, Leute. Könnt ihr doch nicht machen hier. Ja, 84. Minute. Oh, der fliegt weiter. Wir gucken nochmal. Wir haben ja noch einen Wechsel offen. Bringen wir mal Kroos
für Chan. Und fertig. Wenn der Wechsel überhaupt noch durchkommt. Na? Giroud vernascht ihn? Ah! Ja. Also von wegen, der Torwart ist heute der Schwächste auf dem Platz. Also der Torwart ist mit einer der Stärksten bei Pau. Also, ja. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Die Kritik ist falsch angebracht. Berardi mit dem Ball auf Olivier Giroud. Oh, der gelegt wird. War es kurz vorm Strafraum oder war es sogar schon im Strafraum? Das weiß ich nicht. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt Geld. Ah, jetzt sehen wir es. Ne, war vorm Strafraum. Jetzt kommt Toni Kroos rein. Neue Akteure in die Begegnung. Unser letzter Wechsel. Giroud macht den Freistoß. Ah, war gar nicht mal so schlecht. Leider trotzdem etwas übers Tor. So, wir haben gewonnen. Freunde. Jawohl. Und ich muss jetzt erstmal die Kommentatoren ausstellen. Ja, wir haben 0-3 gewonnen gegen Pau. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Ergebnis, ja. Doch. Wir waren stärker auf jeden Fall. Wir waren präsenter und wir haben einfach unsere Chancen genutzt. Und wenn man sich das anguckt, wir hatten 11 Schüsse und davon gingen 7 aufs Tor. Und bei Pau ging keiner aufs Tor. Also, ja, unsere Abwehr war heute aber auch überragend. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Nachbericht. So, das war nachdem wir noch das eine Tor hier gesehen haben von Berardi. Jo. Da sind wir in der 5-Jahres-Wertung. Da hat gerade, was war das, Italien Portugal überholt? Oder Portugal Frankreich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben heute 0-3 gewonnen gegen PAOK in Griechenland. Und ja, es ist ein gerechtfertigtes Ergebnis, finde ich. Wenn man sich das hier anguckt, ja, wir haben sie einfach aus dem Spiel genommen und halt Mitrovic und der Torwart haben halt einfach das als Spieler eigentlich alleine gemacht. Ja. Ballbesitz war mir nicht so krass, aber braucht man ja auch nicht immer. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Aber ich finde es auch schon krass, dass fast 2000 Fans mit nach Griechenland gekommen sind. Ist ja nicht gerade so unweit die Strecke. So, dann Ergebnisse. Ja, wir sind jetzt Erster in der Tabelle. Stimmen. Livio Lon Antal sagt, Pau ist nur stark in der Liga. International muss man mehr tun. Die Spieler sind gut genug, aber die Philosophie muss sich ändern. Gut, das ist dann ein mannschaftsinternes Ding. Und Santi Gazzola sagt, ich hatte heute in der Verteidigung nicht viel zu tun und konnte mich mit in die Offensive einschalten. Du bist ja auch Offensivspieler. Hey! So, 8. Platz sind wir beim Fairplay. Und das Duell hat heute Mitrovic gewonnen, würde ich mal sagen. Also der hat heute besser gespielt als Santon.